drei Huhn. Ich weiß nicht, was das soll. Weil ich in dich verliebt bin, Cheyenne. Mal Ruhe, fang mal an. Stopp! Was machen Sie hier? Sind Sie Game Girl? Leute! Leute! Leute, was passiert hier? Leute, wir brauchen einen Notarzt! Alles so komisch an. Oh Gott, guck mal, wie du aussiehst. Okay, komm, wir machen ein Foto zusammen. Das war Fernando. Ich muss dahin gehen. Es tut mir leid. Verdammt, ich hab's fast geschafft. Dann musste sie weggehen, weil da irgendjemand geschrien hat. Ich weiß nicht. Ich wollte es halt unbedingt mal ausprobieren. Ich habe bis jetzt nur mit unseren Schweinen geübt und weiß nicht, das ist halt irgendwie nach langer Zeit nicht mehr so nice. Ihr braucht wirklich nicht so wütend zu sein. Ich bin nicht wütend, ich hab Angst vor dir. Lass Cheyenne in Ruhe, Mann. Das kannst du nicht bringen, Zeus. Lass sie in Ruhe. Du hast doch auch gesagt, Romantik ist. Warum schreit ihr denn so? Nein, hör auf. Was denn hier? Er hat mich hierher gelockt und gestalkt. Er stalkt sie die ganze Zeit. Ihr versteht das total falsch. Drexler, sag doch mal was. Cheyenne. Lasst Cheyenne in Ruhe, ich schwör's. Mann, es ist alles schiefgelaufen. Verschwinde. Ich hasse dich. Verschwinde. Zeus. Jetzt bist du sicher. Das war so gruselig. Er hat mich nicht rausgelassen. Versteht ihr das? Was war das denn gerade? Ich weiß gar nicht, wie ich mit der Situation gerade umgehen soll. In meiner Klasse sind doch echt nur Gestörte. Also ich meine, das war ja jetzt gerade total krank. So, ich meine, man kann ja verliebt sein, aber das, ey, ich bin so froh, dass Zeus jetzt weg ist. Was ist das denn? Das ist das geheime Leben der Bäume. Das habe ich schon mehrmals gelesen. Geheim? Und das heißt nur so, das ist haben das. Haben Sie ein geheimes Leben? Also nein, das ist. Ich habe gerade so einen abgeseilt, Jesus. Eklig, ja. Ich würde sagen, ich lasse euch beide da mal alleine. Nee, bleib mal hier. Wir können nicht. Also, das macht man nicht beim ersten. Wie jetzt? Nicht poppen? Nein. Komm doch einfach zu uns, komm. Du kannst ja mit uns chillen dann jetzt. Geh ich hier einfach schlafen, Mann. Ohne Witz, ich bin so müde. Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Gut gemacht. Also erzähl mir mal, was war das andere? Was steht da? Das hier? Nein, das Orchideenhaus. Ja, ist ein Roman. Ja, kannst du nicht aussprechen. Nicht? Nee. Nein, also das ist auch super, super spannend. Oh, Drexler, hey. Was gibt's? Hi. Sorry, ich komme einfach nicht drauf klar, was da gerade mit Zeus passiert ist. Und ich würde eigentlich nach Hause, aber ich kann nicht zurück zu Stanley. Wir haben uns mega gezofft. Und ich weiß gerade nicht, wohin mit mir, also. Ja, du, ich meine, Zeus ist jetzt ausgezogen. Meinetwegen kannst du hier schlafen. Klar, ich habe schon viel sauber gemacht, aber die Rosenblätter müsstest du dann selber noch wegmachen. Aber klar, du kannst gern hier schlafen. Meinst du das ernst? Ja, sonst würde ich es dir ja nicht anbieten. Das ist echt in Ordnung? Ja, klar. Bitte, mach's dir bequem. Danke. Weißt du, ich habe gerade so viele Fragen im Kopf, die mich plagen. Ich meine, ich habe Zeus fast dabei geholfen, jemanden so richtig zu belästigen. Und eigentlich bin ich ja kein schlechter Mensch, denke ich mir, aber dass ich mir einfach keine eigene Meinung bilden kann und das alles, das reitet mich immer in solche Situationen und ich bin es irgendwie langsam einfach satt. Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Also langsam wird es Zeit, das mal irgendwie zu lernen. Ey, und ich stehe da voll hinter dir, wirklich.
du wirst es auf jeden Fall schaffen. Deine eigene Meinung vor allem auch zu bilden. Danke. Klar, also ich meine, vielleicht wird es ja mal was mit einer Freundschaft. Bis dahin, schlaf erstmal gut, ne? Ja, du auch. Danke. Frau Ostermann, morgen ich hab uns beide Frühstück gemacht. Voll süß. Wir können frühstücken. Ja, also ich... gestern Abend, das war doch so schön. Ja, ich muss jetzt aber in den Gemeinschaftsraum. Ich gebe jetzt eine Ankündigung und da müsstest du jetzt bitte auch mitkommen. Okay. Ja? Ja. Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben für dieses Frühstück. Ich will doch einfach nur ein bisschen mehr Zeit mit Frau Ostermann verbringen. Gestern Abend war so schön. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Ja, da ist ja die Hälfte schon wieder nicht da. Nichtsdestotrotz, wir machen heute ein Fotoprojekt. Es geht um einen Wettbewerb und es gibt auch einen ganz, ganz tollen Preis. Es geht um das Thema Zweisamkeit und deshalb ja, sollt ihr euch bitte in Zweierteams zusammenfinden. Anastasia? Frau Ostermann, darf ich mit Ihnen in ein Team? Das geht leider nicht, Anastasia. Entschuldigung, ja. Dürfte ich vielleicht mit Jos, dem Jungen hier vom Hof, zusammenarbeiten? Das ist kein Problem. Ja. Und, hast du schon eine Idee für den Wettbewerb? Nee. Ich habe mir gedacht, wir könnten ja vielleicht so ein bisschen in Richtung... Nee, ich mach mit ihm. Tut mir leid, aber... Du weißt doch, wir sind jetzt... Mit dem kacken Nerd machst du anstatt mit mir? Komm mal. Kenneth, hast du eigentlich schon... Weil wir machen? Ja. Ja, super, danke. Ich weiß echt nicht, was momentan los ist. Alle benehmen sich absolut eigenartig. Gestern habe ich sogar Follower auf Instagram verloren, weil ich kein Bild gepostet habe. Ich check das einfach nicht. Was passiert hier? So, liebe Cheyenne und lieber Stanley, ihr seid ja jetzt noch übrig geblieben, ihr zwei. Und wir sollen ja Teams bilden. Genau, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Oh, wow. Toll. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Gibt's irgendjemanden dieser Klasse, wo ich noch weniger Bock drauf hätte, außer auf dich? Keine Sorge, es geht mir genauso. Okay. Wir sind jetzt da, wo wir gerade sind. Wir machen jetzt das Beste daraus. Also kurz und schmerzlos. Hast du irgendeine Idee? Ja, wir könnten rausgehen, vielleicht an den Brunnen, da scheint so das Licht von hinten. Ja. Wirklich? Ja. Ja? Ich glaube, es ist gut, ja. Echt? Okay. Und ich hatte noch eine Idee, okay? Also, ja. Wir machen das so, da wir nur zu zweit sind und wir von einem anderen das Bild machen müssen, mache ich von dir ein Foto und du von mir. Und dann würde ich das einfach zusammen photoshoppen. Und du kannst das? Ja, schon. Wollen wir das ausprobieren? Okay. Können wir machen. Okay, dann, wann treffen wir uns? Wir können eigentlich gleich loslegen. Ich möchte mich nur ein bisschen umziehen. Und in 10 Minuten? 20? Okay. Okay, bis gleich, ja? Bis gleich. Meinst du, das passt so? Ja, ich finde schon. Komm, ich probiere mal ohne Krawatte. Okay. Vielleicht sieht das besser aus. Das sieht ja so förmlich aus. Besser? Ja, ein bisschen sehnsüchtiger noch. Ja, das ist gut.
So? Mhm. Und wie sieht's aus? Ich finde die echt schön, die Bilder. Ja? Ja, guck mal. Sieht echt gut aus. Wow. Okay, ich fasse mal zusammen. Ich soll bis zur Baumkrone werfen und das Handy dann wieder auffangen? Ja, genau. Okay, dann musst du aber genau in dem Moment auslösen, ja? Mhm. Okay. Und... Nein! Nein! Janet! Ist das Handy noch ganz? Ja. Kein Kratzer. Natürlich ist es noch ganz. Das ist nämlich eine Schutzhülle von Rhino Shield und die können nicht kaputt gehen. Unzerstörbar. Mach langsam. Ja, ich komm runter. Danke sehr. Aber sag mal, warum wolltest du eigentlich erst mit Frau Ostermann Bilder machen? Ist nicht wichtig. Ich meine, Frau Ostermann ist ja unsere Lehrerin und Lehrer sind ja doof, also... Ja, aber bei Stanley im Wald, da habe ich nichts gefühlt und... Was heißt nicht gefühlt, also... Ich fand das nicht gut, also... Du meinst, du fühlst nichts für Jungs? Aber du bist ja ein Mädchen, also... Ja. Wir könnten ja testen, ob du noch was für Jungs fühlst. Einfach so mit einem Kuss zum Beispiel. Also ein freundschaftlicher Fühlkuss. Ja. Okay? Ja. Okay. Lass mal eins zurück. Das ist richtig, richtig, richtig schrecklich. Nein, ich finde die Bilder ziemlich alle gut. Ich frage mich, wie wir das so gut hingekriegt haben. Wobei ich das noch ein bisschen bearbeiten würde. Ungefähr so. Mit welchem Programm machst du das? Es sieht so schnell aus und so einfach. Und ich meine, ich kenne mich damit nicht aus. Aber es wirkt so, als hättest du fast Talent da drin oder so. Okay, verarschst du mich? Nein, warum sollte ich dich verarschen? Okay, Oh, da siehst du echt gut aus. Ziemlich gut. Danke. Wow, ich habe gleich noch nie so ein Kompliment von dir bekommen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das jetzt zu dir sagen werde. Hast du was zu trinken? Ja, bestimmt. Hier. Danke. Warum ist es eigentlich so leer hier drin? Ich bin jetzt allein in diesem Zimmer. Also normalerweise hätte ich mir das mit Drexler geteilt. Aber Ich weiß nicht, wir haben uns hast du bestimmt mitbekommen, wir haben uns super gestritten. Mhm. Und jetzt habe ich das Zimmer für mich alleine. Ich wohne jetzt alleine. Das klingt jetzt wahrscheinlich irgendwie seltsam, vor allem weil es von mir kommt. Aber ich finde Cheyenne interessant, anders als die anderen irgendwie. Und... Ich hoffe, sie wird das hier niemals sehen. Aber irgendwie... Ich könnte sie fragen, ob sie heute Nacht hier bei mir schläft. Sie hat auf jeden Fall Interesse. Aber ich möchte sie erstmal richtig kennenlernen. Und? Du hast gar nichts gefühlt. Nichts. Oh, ich habe mir so Mühe gegeben. Okay, dann müssen wir den Test weitermachen. Nächste Stufe. Nein, alles gut. Hä? Nein. Nee? Lass uns lieber noch ein paar Bilder machen. Okay. Okay. Wow, Drexler, diese Fotos sind super. Finde ich auch. Hat was Attraktives. Sag mal, Drexler. Ja. Kann es sein, dass du auf Jungs stehst? Es wäre auch super, wenn du niemandem sagst, dass ich wieder hier bin, weil ich hab einfach keinen Bock auf Streit. Hey, Jolene. Hi. Cool, dass du da bist. Ich habe keine Lust auf so eine Pornoscheiße hier. Ich muss dir was beichten, was ich noch keinem gesagt habe.